Servus, ich bin der Gölbe und ja, ich darf euch hier recht herzlich begrüßen zum weiteren Gameplay Commentary hier auf unserem Kanal. Und ich mache aber bloß ein kleines Vorwort, das Video kommt danach. Und ich wollte mich einfach bloß bedanken bei 300 Abonnenten. Oh mein Gott, wie krass ist das bitte, Alter, 300 Stück. Ich meine, ja okay, 300, es hört sich nicht so groß an, aber wenn man selber YouTube macht und man weiß, 300 Leute folgen einem, weil sie die Videos anschauen wollen. Oh mein Gott, es ist so krass, ich kann mich nur daran erinnern, als wir 90 Abonnenten hatten und wir wollten unbedingt 100 haben. Dann haben wir endlich die 100 gehabt und jetzt haben wir so lange Pause gehabt und jetzt so nach kurzer Zeit haben wir 300 Abonnenten. Hey, das ist einfach riesig. Das ist so genial. Danke an jeden Einzelnen, der uns da supportet und unterstützt. Und wirklich hammergeil. Danke für die 300 und viel Spaß beim Video. Servus. Jo, servus. Ich bin der Gölbe. Und ja, im Hintergrund seht ihr einmal ein Call of Duty Black Ops 3 Gameplay in der Beta-Version neu erspielt. Und ja, weil die läuft ja jetzt gerade noch. Und ja, es ist, ich habe einen Score nicht im Kopf. Ich weiß bloß, dass ich ja skrupellos erspielt habe. Und das sind ja auch bloß dazu, dass ihr was zum Anschauen habt. Aber das soll jetzt mal nicht das Thema sein. Und zwar, ich will Ihnen ein bisschen was über das Spiel erzählen. Und auch was jetzt schon im Internet so rumgeht über das Spiel. Und ich finde es einfach recht schade. Und ja, auf jeden Fall, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil das sind ja recht viele Themen für so eine kurze Zeit. Was heißt kurze Zeit? Das Gameplay dauert, glaube ich, 10, 12 Minuten so. Und dann auf jeden Fall, ja genau. Also ihr seht schon meine Waffe. Ich habe eine gelbe Tarnung mit dem Herz und GB steht da drauf für gelber Bulldog. Und ja, du kannst halt die Tarnungen selbst erstellen und ja, du hast dann Emblem-Editor wie im Black Ops 2 und das hast du halt bloß nicht für Embleme, sondern für deine Waffe. Und das finde ich schon recht nice und du kannst für jede Waffe dann unterschiedliche Materialien hernehmen, also dass so Kohlenstofffaser ausschaut und Gold und Silber und Bronze und lauter so Zeug. Und ja, und ich finde es aber persönlich ein bisschen schade, weil ihr seht schon oben, jetzt glaube ich kommt dann gleich blutrünstig oder so und die ganzen Medaillen, die schauen glaube ich alle gleich aus, weil da steht dann bloß blutrünstig oder gnadenlos oder so drunter. Ich finde es halt ein bisschen eintönig, aber da kann man nichts machen, aber es ist recht cool, dass ein Nuklear wieder mit dabei ist. Und ja, das ist jetzt halt eigentlich so zum Aufklären vom Spiel gewesen. Ihr seht es glaube ich das meiste jetzt selber, was man in Black Ops 3 machen kann. Zum Beispiel das Rumspringen oder das Boosten oder unten habe ich so eine Spezialfähigkeit, die heißt Sichtpuls. Und mit Sichtpuls kann man Gegner für 3 oder 4 Sekunden durch die Wand durchsehen. Und ja, schon recht nice. Und ja, ich spiele jetzt mit Drohne und Hellstorm und das ist was ähnliches wie so Dragonfly. Das heißt Talon und das schießt halt selber und ja, das eskortiert dich, also so extrem cool halt nicht, ist halt eine Standardabschussserie. Und zwar, was ich noch sagen wollte, ich find's total schade. Klar, es macht jeder neues Call of Duty, man weiß, hey, es kann nuklear kommen, jeder probiert die nuklear zu bekommen. Und klar, man schwitzt schon drauf und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das so rüberbringen soll, dass das die meisten nicht falsch verstehen, aber Viscabasa hat jetzt in der letzten Zeit mal ein Video hochgeladen, wo er halt den Nuklear in Black Ops 3 erspielt hat und dann hat ihm halt sau viel drunter geschrieben, so, ey, du machst das ganze Spiel kaputt, lädst jetzt schon die Nuklear hoch und das und das. Und zwei Tage danach schaue ich nochmal rein in Facebook, die ganzen Seiten, jeder postet irgendwie, ja, ich habe Nuklear und habt ihr auch schon eine und Double Nuklear und es, glaube ich, gibt da so ein Video, wo ein Triple Nuklear erspielt worden ist.
in der Beta und ich denke mir so, Alter, was ist denn los? Ich lass mir schon eingehen, man kann schon auf die Nuklear schwitzen und man fühlt sich bestimmt da übelst geil und ich möchte da auch Nuklear ja, spielen. Ich habe auf meinem ersten Account, mein Golden Bulldog ist ja mein zweiter Account, und auf meinem ersten bin ich eins vor Nuklear gestorben, weil mich so ein Special, so eine Spezialfähigkeit geholt hat. Und da kannst du dich leider nicht dagegen wehren, aber es ist schade, ich habe mich geärgert, aber ich fand es jetzt nicht so extrem belastend. Und ja, keine Ahnung, wenn man dann unter den nuklearen Videos liest, oh, du Hurensohn, und ja, ihr macht das ganze Spiel kaputt, weil, Jungs, was kann man da bitte noch kaputt machen? Ich meine, wenn man in Black Ops 2 auf Nuklear geschwitzt hat, dann wird man in Black Ops 3 auch auf Nuklear schwitzen. Und wenn man mal eine geschafft hat, dann wird man sich denken, hey, Double ist drin oder Triple ist drin. Und wenn halt jetzt die anderen YouTuber schon ein Triple Nuklear hochladen, ja, dann lassen wir sie halt hochladen. Ich werde auf unserem Kanal, wird sie sicher auch ein oder, okay, ein oder zwei ist gut gesagt, wird ihr auch Nuklear-Gameplay sehen, wenn Black Ops 3 dann draußen ist. Wir werden uns auch bemühen, Black Ops 3 Nukleares zu erspielen, ne? Weil es halt einfach, es ist halt gut zum Anschauen und keine Ahnung, man schaut sich ja Nuklear lieber an, als wenn man 30 Kills ohne zu sterben, mit einer ganz normalen Waffe oder so macht. Aber es geht nicht darum, dass du die Nuklear spielst und dass du zwei Nuklear spielst. Es geht einfach darum, in den neuen Call of Duties, dass du Spaß hast. Zum Beispiel, ich kann es nochmal sagen, das mit den Tarnungen. Jeder sagt immer, Alter, erstell mal nicht so viel Tarnungen. Aber ich finde es einfach übelst nice, die neuen Tarnungen zu erstellen. Dann gibt es neue Abschussserien. Es ist einfach alles übelst nice. Und ja, warum dann nicht? Warum spielt man das dann bloß wegen der einen Medaille? Das müssen wir eigentlich irgendwie ändern können. Und ja, ich versuche jetzt auch ein bisschen auch irgendwie Gameplays hochzuladen, wo ich zum Beispiel mit Streak spiele oder wo halt einfach irgendwas Cooles passiert ist und einfach das hochladen. Und ja, mir fällt eigentlich gar nichts mehr zu dem Thema ein. Weil Nuklear hier, Nuklear da. Und wir haben es gestern in der Beta schon gesehen. In der Beta. Hey, das ist doch traurig. Wenn man ein Orbi oder so drückt, der andere drückt dann auch ein Orbi. Und dann kommt eine Nachricht, oh, du Hurensohn, du Noob, du bist so schlecht oder du wirst eingeladen in die Party und wirst gleich beleidigt. Oh, wir haben ein Orbi dir gedrückt. Dann sage ich, okay, ihr habt ein Orbi und weiter jetzt. Das ist doch Kacke. Man sollte einfach spielen können. Und wenn einer besser ist, dann ist er besser. Und wenn einer Nuklear hat oder ein Orbi oder sonst irgendwas, dann sollte er. Jetzt heißt er nicht mehr Orbi, jetzt heißt er Hater oder HTAR. Ist eigentlich recht cool. Du kannst den Orbi auch nicht einsetzen, wenn dessen noch ein Orbi oben ist, dass er sich nicht überschneidet. Und ja, auf jeden Fall. Das ist einfach schade. Und ich finde, ich würde jetzt nicht sagen, das macht Call of Duty kaputt, aber wenn es so ist, dann ist es einfach so. Es ist schade, aber man kann nichts dagegen machen und ja, das war es jetzt. Ich weiß das. Ich habe jetzt nicht so lange geredet, wie ich am Anfang eigentlich vorgegeben habe. Soll es jetzt eigentlich von mir gewesen sein. Das war das einzige Video, wo ich jetzt zu Black Ops 3 hochladen werde, weil mein HDMI-Splitter für die PS4, dass ich halt über die PS4 aufnehmen kann, ist leider erst am Samstag gekommen und am Sonntag um 18 Uhr endet die Beta. Und ja, es ist eine kleine Stellungnahme und auch ein bisschen Gameplay, dass man ein bisschen was, dass man sich einen Eindruck machen kann, sagen wir mal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt es mal vielleicht in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt. Ihr könnt euch gerne ja auch mal sagen, wir denken überhaupt nicht so, wie du denkst. Black Ops 3, Black Ops 2, man muss Nuklear spielen, weil sonst kann man einfach nichts. Und ja, keine Ahnung, würde mich eigentlich interessieren. Und ich sag, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Servus.